Gut, also jetzt würde ich zu dem Teil kommen, Neues. Jetzt wollte ich ein paar Dinge erzählen, was so Neues am Horizont ist oder was so gerade am Laufen ist. Also wir haben verschiedene klinische Studien im Prozess. Das eine ist das Medikament Ozanizumab. Ist bald abgeschlossen. Im Mai 2014 gehen die letzten Patienten durch das Studienprotokoll. Und das ist ein Antikörper, ein biologisches Produkt der Firma GSK, GlaxoSmithKline. Wir selbst haben auch an dieser Studie natürlich teilgenommen. Die Studie wurde weltweit durchgeführt oder wird weltweit durchgeführt, in Nordamerika, in Europa. Und dieser Antikörper bewirkt oder soll bewirken, das muss man vorsichtig sagen, dass die Muskelkraft verstärkt wird. Das ist ein völlig neuer Ansatz in der ALS-Behandlung. Die bisherigen Ansätze der letzten 15 Jahre gingen in die Richtung, die Funktion der Nervenzellen im Gehirn möglichst zu schützen. Und dieser Antikörper, der zielt darauf ab, die Restfunktion oder die bestehenden Muskelfunktionen möglichst zu aktivieren. Und im Moment ist noch unklar, ob dieser Ansatz funktioniert. Also das gilt ja für jede Studie leider, dass man erst sagen kann, nach Abschluss, ob diese Studie wirklich erfolgreich war. Und die Studien werden ja immer oder zum großen Teil placebo-kontrolliert durchgeführt. Das heißt also, wir selber als Behandlungsteam wissen nicht, welche Patientin oder welcher Patient das Scheinpräparat hat oder nicht. Und dieses Medikament wird als Infusion in die Vene appliziert und wir wissen selber nicht, ob jemand nur Wasser, in Anführungszeichen, infundiert bekommen hat, obwohl wir die Infusion selber durchführen oder eben den Antikörper. Und das ist aber wichtig, um Scheindenken und so, ja, Wunschdenken praktisch zu überwinden. Und wir Ärzte wollen ja auch, dass es wirkt und sie natürlich auch. Und dann besteht die Neigung, das alles ein bisschen rosig zu malen. Und das muss verhindert werden. Es gibt richtige Gesetzgebung, die sagt, dass eben bestimmte Medikamente in einem, mit einem Scheinpräparat verglichen werden müssen. Also das endet im Mai und die Auswertung dauert üblicherweise mehrere Monate, bis dann auch alle anderen Zentren geschlossen sind. Also wir in Berlin machen im Mai, beenden die Studie und andere Zentren werden noch später das beenden. Also ich rechne mit einem Ergebnis bis Ende 2014. Ob das Präparat, ob die Infusionstherapie mit Ozanizumab erfolgreich ist und dann eben sogar eine Zulassung erhält, ist noch offen. Die zweite Sache ist Tirasemtiv. Das ist auch ein Medikament, was am Muskel ansetzt, aber mit einer kürzerfristigen Funktion. Das, während das Ozanizumab eigentlich an der Verbindung zwischen Nerv und Muskel ansetzt, also die sagen wir, Interaktion zwischen Nerv und Muskulatur stärkt, greift Tirasemtiv direkt an der Muskulatur an. Und ist wie so eine Art, so eine Art Booster oder einfach so ein Verstärker. Diese Studie wird jetzt, die Studienergebnisse werden am 29. April veröffentlicht. Da gibt es eine Pressekonferenz und die Studie befindet sich jetzt in der Auswertung. Und die Zielstellung bei diesem Medikament besteht darin, dass eben die Muskelfunktionen, die da sind, verstärkt werden. Und das kann sein, wenn zum Beispiel die Muskelfunktion, die Atemfunktion verstärkt werden, dass das sogar bedeuten würde, dass damit auch eine Lebenszeitverlängerung möglich ist. Aber das ist hochspekulativ, genauso spekulativ wie bei Ozanizumab. Aber der gute Teil der Nachricht ist, wir wissen Ende April, ob die Substanz statistisch gesehen auch nach den Kriterien der europäischen und nordamerikanischen Arzneimittelbehörden eine Zulassung verdient, ja oder nein. Man muss sagen, das Medikament ist nicht ganz unproblematisch, so von der Verträglichkeit. Wir haben auch teilgenommen natürlich und das gab eine relativ hohe, wie man sagt, Dropout-Rate, also Rate, dass Patienten nicht mehr mitmachen können, weil sehr viel Schwindel und auch andere subjektive Nebenwirkungen entstanden sind.
Gibt es noch eine andere Studie, die wir durchführen und die bis 2016 geht. Das ist auch eine Studie im erwähnten Netzwerk, im MND-Net. Das ist eine Studie, die nur in Deutschland durchgeführt wird, zwischen den führenden ALS-Zentren. Und das ist das Medikament Rasagilin. Das ist eine Substanz, die aus der Parkinson-Forschung kommt oder ich kann sogar schon sagen, aus der Parkinson-Behandlung kommt, nicht nur Forschung. Das ist eine Substanz, die seit vielen Jahren bei der Parkinson-Erkrankung im Gebrauch ist, faktisch in der Apotheke verfügbar ist. Und man hat festgestellt, dass dieses Medikament zu einer sogenannten Neuroprotektion bei Parkinson geführt hat. Neuroprotektion heißt, dass die Zellen geschützt werden von weiterer Degeneration. Und die Idee ist und die Fragestellung und die wirklich die offene Frage ist, ob dieser Effekt auch bei der ALS auch zu wiederholen ist. Also ob das auch so wirksam ist bei der ALS wie bei Parkinson. Und ich erinnere nochmal daran, dass eben Parkinson, Alzheimer und ALS haben einen Grundmechanismus. Und die Idee ist, dass wenn irgendwas funktioniert bei Alzheimer oder bei Parkinson, ist es natürlich auch interessant für die ALS-Erkrankung. Und noch etwas unklarer ist eine vierte Studie, die kommt höchstwahrscheinlich auch 2014. Das ist ein Medikament eines ganz kleinen französischen Arzneimittelunternehmens, die heißen AB Science. Und das Medikament heißt Masitinib, ist auch ein Antikörper. Und dieser Antikörper zielt auf Entzündungszellen im Körper. Und verrückterweise ist dieses Medikament bisher zugelassen in der Veterinärmedizin. Bei bestimmten Tumorerkrankungen von Lymphzellen bei Großtieren. Und es gibt eben Tumorerkrankungen, bei denen die Entzündungszellen überschießend wachsen. Und das Unternehmen hat jetzt mehrere Programme gestartet bei Erkrankungen des Menschen wiederum, bei denen Entzündungszellen auch eine Rolle spielen. Es gibt ja eine Hypothese, auch bei der ALS, aber auch bei der Alzheimer-Erkrankung, dass diese Ablagerungen im Gehirn, diese Aggregate, zwar Ursache sind, aber dann zu einer sekundären, also nachfolgenden Entzündungsreaktionen führen. Das ist praktisch wie ein Fremdkörper, der dann auch abgewehrt wird vom Körper. Das heißt, also, wenn irgendwo ein Stück Metall im Körper liegt, fangen an, auch die Entzündungszellen diesen Fremdkörper an zu attackieren. Und so ist es auch, dass bei diesen Zellaggregaten oder bei diesen Proteinaggregaten gibt es auch eine Reaktion des Immunsystems. Und es ist also nicht nur alleine der Zellmüll oder diese Proteine, die dort in der Zelle liegen, die das Problem sind, sondern eben auch die Entzündungsreaktion. Und die könnten durch Masitinib positiv beeinflusst werden. Das ist das Konzept, aber es gibt noch relativ wenig Informationen und es gibt jetzt gerade noch eine Studie bei der multiplen Sklerose mit der Substanz, wo auch Entzündungsreaktionen eine Rolle spielen und so weiter. Also noch ein bisschen unklar, wahrscheinlich so Herbst 2014 wäre jetzt meine persönliche Hochrechnung, dass wir da in Deutschland mit der Studie anfangen können. Und es dauert dann erfahrungsgemäß eben über ein Jahr, eher 2016 würde ich sagen, dass die Studie fertig sein wird. Gut, es gibt noch ein anderes Thema, und das ist ganz oft nachgefragt. Das ist eine der häufigsten Fragen in unserer Ambulanz und auch im Internet ein ganz großes Thema. Und das ist die Stammzellbehandlung. Ich will es gar nicht mal Therapie richtig nennen, weil das schon zu viel suggeriert eigentlich. Und ich wollte das mal hier beschreiben, die Grundprinzipien der Stammzellbehandlung. Und das ist ein kompliziertes Thema, weil natürlich die Vision oder die Idealvorstellung besteht darin, dass die Nervenzellen, die mal untergegangen sind, wieder zu ersetzen. Und es gibt tatsächlich im eigenen Körper, aber auch in Embryonen Zellen, die noch unreif sind und sich durch bestimmte Impulse in jede Zelle, aber eben auch in Nervenzellen umwandeln können. Ist man praktisch wie so eine Art Reservezellen. Und durch bestimmte Impulse
werden aus diesen unreifen Zellen, werden die dann eben Blutzellen oder Knochenzellen oder Leberzellen oder Darmzellen, aber eben auch Nervenzellen. Und die Vision besteht darin, dass man diese Stammzellen so stimuliert, dass daraus eben Neurone werden oder die Stützzellen im Gehirn oder eben andere Bestandteile des Gehirns. Und es gibt ganz verschiedene Quellen für solche Stammzellen. Die sehen Sie hier. Also im Knochenmark befindliche Stammzellen oder in der Nabelschnur oder von Fäden, also von Embryonen. Und überall in diesen drei Quellen gibt es Stammzellen. Und das Prinzip besteht darin, dass man diese Zellen aus dem Knochenmark herausholt oder aus der Nabelschnur herausholt oder aus dem Fetus herausholt und dann im Reagenzglas praktisch, in vitro heißt es, so stimuliert, es gibt sogenannte Wachstumsfaktoren, so stimuliert, dass die Stammzelle das Signal bekommt, bitte werde später mal, wenn du groß bist, ein Neuron. Oder bitte entwickle dich in Richtung eines Astrozyten, das ist eine Stützzelle im Gehirn. Und das ist die Vision. Und wenn man dann die im Reagenzglas in ein Neuron entwickelt hat oder zumindest die Stimulation in diese Richtung gesetzt hat, dann werden die Zellen wieder auf den Patienten oder die Patientin übertragen. Also angedeutet hier die Wege in den Wirbelkanal meistens. Und das ist kein so ganz einfacher Prozess. Und ich habe das hier mal mit einer genialen Skizze aufgemalt. Und zwar ist es so, das sieht, glaube ich, jeder, das ist eine Nervenzelle. Und also eckige Nervenzelle liegt im Gehirn, das ist der Zellkern. Und das ist der Nervenfortsatz, der geht vom Gehirn über einen Meter auf Rückenmarksebene und trifft dort auf die nächste Nervenzelle und die geht dann zur Muskulatur. Und diese Nervenzelle bekommt aber überall so eine Art Input. Das bedeutet, die hat Verbindungen mit tausenden von anderen Nervenzellen, damit überhaupt die motorische Nervenzelle weiß, was sie überhaupt machen soll. Also Stichwort, hier kommt die Information Schmerz, wegziehen des Beins. Oder ich rieche was, ich will meinen Kopf irgendwo hinneigen, ist ja alles Motorik. Oder ich sehe was, ich höre was und so weiter und so weiter. Also dieses motorische Nervensystem kriegt ja überall tausende von Einflüssen und die müssen vermittelt werden, indem diese Nervenzelle nicht freistehend ist, sondern eben in einem neuronalen Netz sich befindet. Das ist die Rolle der Nervenzelle, neuronales Netz. So, und das Problem ist, dass diese Nervenzelle degeneriert und damit auch diese Verbindungen verloren gehen. Und jetzt kommt die Stammzelle. Die Stammzelle ist dieses kleine Ei, was ich hier hingemalt habe. Also man sieht, sie ist noch nicht eckig, sie weiß noch gar nicht, was sie will und so weiter und hat eben noch ein offenes Potenzial. Und jetzt haben wir die erste Schwierigkeit. Die Stammzelle, die liegt hier, aber sie muss hier hin. Also das Ei liegt noch an einer anderen Stelle, zum Beispiel wenn man das in den Wirbelkanal spritzt, dann spritzt man das hier unten auf Lendenwirbelsäulenebene und die Zelle muss aber hier hoch ins Gehirn, da oben, einen Meter höher. Also das ist die erste Schwierigkeit für die Stammzelle, sie muss wandern und die ist nicht so richtig darauf vorbereitet, hat keine Flügel und keine Flossen und so weiter. Also das ist ein ungelöstes Problem bis zum heutigen Tage, wie gelangt eigentlich eine Stammzelle an den Ort der eigentlichen Bestimmung? Das zweite Problem ist, wenn dann die Stammzelle angekommen ist am Ort der Bestimmung, muss sie aus einer unreifen Zelle in eine neuronale Zelle sich umwandeln. Und das ist hier dieses, muss aus dem Kreis ein Viereck werden. Und wenn das gelingt, dann ist der nächste Schritt, dann muss diese Nervenzelle auch noch sinnvolle Beziehungen zu den anderen Tausenden von Nervenzellen eingehen. Und der aktuelle Stand der Stammzellforschung ist, dass man die Zelle
in die Nähe bekommt, dass die wirklich wandert und dass dann im Gehirn oder auf Rückenmarksebene diese Umwandlung stattfindet. Und es gibt große Probleme nach wie vor, wie das bewerkstelligt werden soll bei Menschen, die eine Beteiligung des Gehirns haben bei der ALS. Das ist im Moment noch ungelöst. Wie die Zelle wirklich vom Rückenmark ins Gehirn wandert, ist ein ungelöstes Problem, auch theoretisch noch sogar ungelöst. Es gibt aber trotzdem eine Vorstellung, wie man dennoch Stammzellen sinnvoll einsetzen kann. Ich komme nochmal auf dieses Bild zurück, und zwar ist die Vorstellung, dass dieses etwas bescheidener, nämlich dass gar nicht mal der Zellersatz, das ist so der Gral, das heilige Ziel, gar nicht der Zellersatz angestrebt wird, sondern es würde schon reichen, wenn diese neuen Zellen, also diese vielleicht sogar noch, ich gehe nochmal eine Folie zurück, also diese noch nicht ganz fertigen Zellen Stoffe aussenden, die dann die sterbende Zelle unterstützen und der zu Hilfe kommen. Und das sind sogenannte Wachstumsfaktoren. Also dass die gesunde, noch unreife Zelle praktisch der alten Zelle ein bisschen unter die Arme greift. Und dann muss sie auch nicht alle Funktionen übernehmen und sie muss sich auch nicht vernetzen und so weiter und so weiter. Und das ist eine andere Vorstellung von Stammzelltherapie. Und die ist ein bisschen realistischer als die Maximalvorstellung, tatsächlich eine Zellersatztherapie zu erreichen. Und es gibt eben zwei Studien, die eine, also beide Studien in den USA, und die eine nutzt tatsächlich fetale Zellen, also von Aborten, Feten, embryonale Zellen, die dann allerdings mit einer Immunsuppression verbunden dann differenziert werden und ins Rückenmark injiziert werden. Und das ist eine Phase-1-Studie. Und die lautet nur, gibt es Probleme mit der Injektion? Gibt es Nebenwirkungen? Gibt es negative Effekte durch die Injektion an sich? Da geht es noch nicht um Wirksamkeit und auch noch nicht darum, ob die Zellen richtig wachsen und ankommen und so weiter und so weiter. Das ist die eine Sache. Das ist das sogenannte Emory-Protokoll. Und das zweite ist das Brainstorm-Protokoll. Das ist eine Aktivität an der University of Massachusetts und Mass General Hospital in Boston, Mayo Clinic und einem Hersteller von Stammzellen in Israel. Und es ist auch hier in dem Fall sehr renommierte Einrichtungen, sehr gute Einrichtungen, auch Leute, die sich zumindest in diesem Konsortium exzellent mit der ALS auskennen. Hier in der Gruppe ist derjenige drin, der die SOD1 entdeckt hat, 1993. Also ein seriöses Team, aber eben noch in Phase 1. Ich betone das so, das seriöse Team, weil sie wissen, dass es auch extrem unseriöse Angebote gibt. Also das Thema Stammzelltherapie auf einer kommerziellen Basis gibt es eben schon seit 15 Jahren. Meist eben sehr, sehr unseriös, an der Grenze oder sogar schon mit überschrittener Grenze zur Scharlatanerie. Und wo eben Menschen behaupten, sie würden eine Stammzelltherapie anbieten, die funktioniert. Und eben gegen Summe X wird dann die Injektion einer Zelle, welcher Zelle auch immer, das kann man gar nicht kontrollieren, injiziert und damit Missbrauch betrieben faktisch. Aber es gibt eben wenige Gruppen auf der Welt, die das seriös betreiben und ist ein längerfristiges Ziel. Gut, es gibt noch andere Ansätze, über die ich jetzt so ein bisschen hinweggehe. Also es gibt, oder nur so stichwortweise andeuten will, es gibt eine Technik, die heißt Antisense-Technologie, wie man schon auf der genetischen Ebene, auf der DNA-Ebene oder RNA-Ebene die Fehlinformationen, die aus Mutationen kommen, bevor diese Mutationen überhaupt in ein Eiweiß übersetzt werden, schon abzufangen. Das sind praktisch wie so Abfangjäger gegen negative Flugzeuge, die praktisch über unserem Körper fliegen. Und das nennt man Antisense-Technologie. Und da gibt es eine Studie,
gegen die SOD1. Also Sie merken schon, wie lange das dauert. Also SOD1 wurde 1993 entdeckt, die Mutation, und 20 Jahre später kommen jetzt die ersten Therapieversuche gegen Mutationen in der SOD1. Also das ist leider eine Botschaft, die schwer zu vermitteln ist, aber die zeigt, wie kompliziert auch wissenschaftliche Prozesse sind. Also von einer Erkenntnis zu einer Therapie ist es eben ein langer Weg. Und nicht nur bei der ALS, das muss man ehrenhalber auch so sagen, sondern eben bei allen anderen Erkrankungen. Also eh was in einer Therapie ankommt, also jetzt in einer Studie oder sogar dann als zugelassenes Medikament, dauert es beträchtlich. Gut, es gibt noch eine andere Studie, die in dieser Runde wichtig ist zu erwähnen. Ganz aktuell in The Lancet publiziert, ist eine ganz renommierte Wissenschaftszeitschrift, eine erste Studie, die das beweist, was wir schon immer in unser Behandlungskonzept eben einbauen, nämlich dass eine frühe, hochkalorische Ernährung Leben verlängern kann. Das bedeutet also, dass man bei einer Schluckstörung, wenn es verbunden ist mit einer Gewichtsabnahme durch eine hochkalorische Nahrung, dann eben den Abnahmeprozess, Gewichtsabnahmeprozess gut aufhalten kann, und dass es nicht nur einfach Kosmetik ist, sondern dass es tatsächlich mit einem verlängerten Überleben verbunden ist. Gut, es gibt ganz verschiedene Entwicklungen auf einer Detailebene, das kann ich hier gar nicht alles im Einzelnen beschreiben, nur eine Sache, das ist ein Stimulator für Menschen, die eine bestimmte Form der Fußheberlähmung haben, ist nicht für jede Person geeignet, nicht für jede Lähmung geeignet. Mit einer sogenannten spastischen Parese gibt es die Möglichkeit, anstelle einer Schiene, einer sogenannten Orthese, ein Stimulationssignal zu setzen. Und dann immer, wenn die Patientin eigentlich eine Bewegung machen will, einen Schritt machen will, wird dann durch eine Stimulation im Augenblick des Fußhebens auf den entsprechenden Nerv gesetzt und damit der Fuß hochgehoben. Und das nennt man Stimulationsorthese oder Elektroorthese. Und da gibt es eine ganze Entwicklung in dem Hilfsmittelbereich, und das ist eine Sache, mit der wir jetzt so unsere ersten Erfahrungen gesammelt haben in diesem Jahr und auch schon Ende 2013. Gut, hier will ich beschreiben unser Netzwerk, was einem Großteil von Ihnen bekannt ist und teilweise schon von Ihnen genutzt wird, was auch mit Jürgen Rossmann zu tun hat und der ALS-Initiative. Es ist Ambulanzpartner-Versorgungsnetzwerk. Darauf will ich gar nicht mal so in der Tiefe eingehen, weil es eigentlich schon zu stark im regulären Betrieb ist, in Anführungszeichen. Ich will aber auf eine Sache aufmerksam machen, dass eben nicht nur hier an der Charité, sondern an ganz verschiedenen Orten in Deutschland, in ganz verschiedenen Universitätskliniken und ALS-Ambulanzen, Ambulanzpartner jetzt als Versorgungsarchitektur genutzt wird und damit auch einfacher für die Betroffenen ist, von Ort zu wechseln. Also wenn Patienten nach Berlin kommen, aber dann doch im Ruhrgebiet wohnen, dass sie dann praktisch nicht nochmal alles erzählen müssen und nicht nochmal alles neu beschrieben werden muss, sondern dass eben das mit einer gemeinsamen elektronischen Versorgungsakte und einer gemeinsamen Servicearchitektur praktisch funktioniert. Was auch neu ist, seit einigen Monaten, das ist auch ein Medikamentenmanagement, Versorgung mit einer Hochspezialisierung im ALS-Bereich. Das bedeutet, dass wir eine Kooperationsapotheke haben und mit dieser Apotheke zusammen auch eine gemeinsame elektronische Versorgungsakte und damit eine hochspezialisierte ALS-Medikamentenversorgung faktisch bundesweit bewerkstelligt werden kann. Und da geht es nicht nur um bessere Behandlung an sich, sondern es geht auch um, da haben wir richtig Werbung gemacht für dieses Projekt in der Selbsthilfe, im Selbsthilfeorgan der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke. Es geht nicht nur in Anführungszeichen um bessere Behandlung, sondern es geht auch um Forschung. Das bedeutet, im Moment ist es so, dass wir nicht hundertprozentig wissen, wie hoch ist eigentlich der Anteil an Patienten, die neben dem Riluzol auch noch Antidepressiva haben oder
Medikamente gegen überschüssigen Speichelfluss oder Spasmolytika? Oder profitieren Sie bei der Spastikbehandlung mehr von den alten Medikamenten oder sogar von Cannabis? Oder wie viele Menschen brauchen Morphine, in welchem Krankheitsverlauf und so weiter? Und das im Vergleich Bochum, Berlin, Jena, Ulm und sogar Vergleich Deutschland, Holland, Deutschland, Irland. Und es gibt jetzt auch sogar ein europäisches Projekt, das gefördert ist, wo der Professor, in dem der Professor Münch, den Sie nachher auch sehen werden, der die entscheidende Person ist, zu gucken, was gibt es für nationale oder transkulturelle Unterschiede in der Art und Weise, die ALS zu behandeln. Kann man vielleicht was lernen von den Patienten, die in Holland in Behandlung sind oder umgekehrt? Und das sind Dinge, die man nur dann machen kann, wenn man, das kommt gleich das Stichwort, digitalisiert. Und ein ganz großes, eine ganz große Fragestellung ist, wie ist eigentlich Ihr subjektives Erleben bei Behandlung? Also wir kriegen ja sonst in der Gesellschaft immer zu allem ein Feedback. Ob man jetzt einen Golf kauft, da kann man bewerten, ob man mit dem Cola-Dosenhalter zufrieden ist oder ob man jetzt Schuhe kauft oder sonst was. Aber wir wissen bei den existenziellsten Dingen im Leben nicht, wie eigentlich die Meinung ist. Also wie ist eigentlich das Feedback zu einem Medikament oder zu einem Rollstuhl oder zu einer Orthese und so weiter. Und das nennt man Feedback- und Bewertungskultur. Und durch dieses Portal und damit verbundene Technologien haben wir jetzt auch die Möglichkeit, überhaupt Ihr Feedback abzuholen und damit auch unsere Behandlung auf Ihre ureigensten Bedürfnisse eben abzustimmen. Und das ist eben auch Bestandteil dieses Vorhabens. Und wir halten das für so wichtig, dass wir, das war im letzten Jahr im Dezember, dass wir sogar einen kleinen Preis ausgelobt haben für diejenigen, die sich diese Arbeit und Mühe auch machen, ihre eigene Therapie zu bewerten. Und diesen Preis nennen wir Empowerment-Preis und der wurde von der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke eben in Kooperation mit dem Ambulanzpartner-Netzwerk vergeben an eine Betroffene, die eben mehr als 50 Mal ihre Physiotherapiebehandlung bewertet hat und damit extrem wichtige Daten geliefert hat, mit welcher Frequenz, mit welcher Form und so weiter ist jetzt der größte Erfolg zu erzielen und so weiter. Das nennen wir Feedback-Kultur oder Selbstbewertungskultur. Gut, jetzt mache ich an der Stelle einen Schnitt. Das war das Thema, was gibt es Neues? Gibt es an dieser Stelle Fragen zu dem Themenkomplex? Einige Wissenschaftler halten von Ozontherapie für die geringe Verbesserung der Lebensqualität bei ALS-Kranken. Könnte man das als eine symptomatische Behandlung bezeichnen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, Therapie mit Ozontherapie bei ALS. Ozon? Bitte? Ozon? Ozon, ja. Da weiß ich nicht Bescheid. Also Ozontherapie, das habe ich noch nicht gehört, jetzt als systematische Behandlungsmöglichkeit. Beim Sauerstoff ist es so. Also Sauerstoff, das ist ja extrem dicht beieinander, Sauerstofftherapie, Ozontherapie. Sauerstofftherapie bei der ALS ist eine kritische Sache. Also die Sache kann auch nach hinten losgehen. Also beim Ozon habe ich dazu keine richtigen Informationen. Aber im Sauerstoff ist es so, dass eine Schädigung passieren könnte durch Menschen, die schon eine verminderte Atemfunktion haben. Wenn man dort Sauerstoff verabreicht, wird dem Körper faktisch vorgegaukelt, dass genügend Sauerstoff da ist und sendet die Information an das System, bitte mach mal halblang, reduziere die Atemfrequenz, weil genügend Sauerstoff da ist. Und das kann dann dazu führen, dass die Atemarbeit, die ohnehin schon reduziert ist, noch mal weiter eingestellt wird. Und also das ist, wie wir so in der Medizin sagen, eine relative Kontraindikation, Sauerstoff, es sei denn, dass ein palliativmedizinisches Ziel definiert ist. Dass es also nicht um Lebensverlängerung geht, sondern eher um
Geringe Lebensverbesserung. Ja, das wäre eine Maßnahme zur Verbesserung von Lebensqualität oder Sterbequalität sogar, müsste man sagen. Sterbequalität zu Lasten von Lebenszeit, so würde man das sagen. Und die zweite Frage wäre, das, könnten Sie uns mal bitte über El Escorial-Kriterien etwas sagen? Oh, El Escorial-Kriterien, das sind die offiziellen Diagnosekriterien, die halten wir für nicht so sinnvoll, außer für klinische Studien. Die kommen auch aus klinischen Studien, aber die haben mit der Praxis wenig gemein. Also die, das ist was ganz Wissenschaftliches, aber die haben für den praktischen Gebrauch, die praktische Anwendung, stiften die eher Verwirrung, als dass sie hilfreich sind. Also wir nutzen die kaum, die Escorial-Kriterien. Ja. Danke für Ihr das Wort. Ja. Gibt es Zusammenhänge zwischen Mangelzuständen und ALS? Es wird doch jetzt diskutiert, Vitamin D-Mangel könne eine Rolle spielen. Ist unklar, ist weitgehend unklar. Also es ist möglich, dass ein Mangel eines bestimmten Stoffes einer von 10, 20, 30 Faktoren ist. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass nur ein Stoff, der fehlt, Stichwort Vitamin D, dass der die ALS auslösen kann. Das kann man ausschließen. Sondern es kann sein, dass es einer von verschiedensten Faktoren ist und die ALS ist keine, so wie Alzheimer ist keine Mangelerkrankung an irgendeinem Vitamin, Parkinson nicht und ALS eben auch nicht. Well, we know that viruses are the cause for many mutations. Okay, yeah. And the protein SOD1 is known to be perhaps a spontaneous mutation for the ALS, MND. Do you think there's enough research into the virus cause potential into ALS, MND? Okay, also die Frage war, ob genügend Geld aus der EU oder aus anderen Fördertöpfen da ist, um die Virushypothese zu bearbeiten, weil bekannt ist, dass Viren selber Mutationen eben produzieren können. Ja, also aus meiner Sicht ist das ein Thema, was jetzt nicht so im Fokus steht, auch in der Förderlandschaft. Natürlich ist von allem an Fördermitteln zu wenig da, das ist klar, das war ein ganz großes Thema heute hier. Das ist spekulativ natürlich, ob das die zentrale Hypothese ist. Also man weiß gerade bei der SOD, dass eine uralte Mutation, die über mehrere Jahrhunderte von einem bestimmten Punkt in Europa ausgegangen ist und sich dort verbreitet hat. Also die hauptsächliche Ursache liegt jetzt speziell bei der ALS in einer ganz alten Mutation, und weniger wahrscheinlich ist, dass wirklich jetzt Viren, die gerade hier existieren, die SOD häufig mutieren. Also klar, das ist eine interessante Hypothese, aber ich glaube, dass gerade bei der SOD es Hinweise gibt, dass es nahezu historische Mutationen sind, die über die Jahrhunderte sich in der Bevölkerung halten. Gibt es eine weitere Frage? Also erstmal vielen Dank, das war sehr interessant soweit. Mein Name ist Martin Bredow, meine Mutter ist erkrankt an ALS vor 5 Jahren und ich habe im Prinzip 2 Fragen. Die erste Frage ist eigentlich schon beantwortet worden. Wenn jemand in der Familie diese Krankheit hat, dann ist es durchaus auch möglich, die selber zu bekommen. Meine Frage ist, wie sieht das aus mit ungeborenen Kindern? Könnten die das auch bekommen? Und zum Zweiten ist das so, dass meine Erfahrung ist, dass wenn man diese Sache anspricht, dass diese Krankheit in der Familie vorgekommen ist, ALS, bei allgemeinen Ärzten und so weiter, dass die doch recht wenig wissen darüber. Und können Sie das bestätigen? Ja, also eine pränatale Diagnostik, Sie haben gesagt, ungeborene Kinder, eine pränatale Diagnostik ist mir nicht bekannt, dass man das
dass man das durchführt. Also das kann man grundsätzlich machen, ist aber jetzt nicht übliche Praxis. Grundsätzlich denkbar Voraussetzung ist, dass tatsächlich bei der Mutations- oder bei der Patientin selbst eine Mutation gefunden wurde. Also man kann nur das finden beim Fetus, was man auch beim Patienten gefunden hat. Es setzt also voraus, dass ein Mutationsnachweis vorher stattgefunden hat, bei der Patientin, die Mutter ist oder Vater ist. Und das ist der erste Schritt, also eine Mutation zu identifizieren. Und dann könnte man theoretisch, ist mir jetzt aus der Praxis überhaupt nicht bekannt, im Rahmen einer Amniozentese biologisches Material gewinnen und das analysieren. Das wäre möglich. Und die zweite Frage war? Mit der Kenntnis, genau. Also es ist ja so, dass wir 6.000 seltene Erkrankungen haben. Und es ist unmöglich für einen Hausarzt oder eine Allgemeinärztin in ähnlicher Weise bei diesen Erkrankungen Bescheid zu wissen. Also das ist gerade der Grund, warum es eben hochspezialisierte Zentren gibt, weil es nicht eine Lustlosigkeit oder mangelndes Engagement praktisch der allgemeinen Mediziner ist, sondern einfach objektiv nicht möglich ist, über diese hohe Anzahl an seltenen Erkrankungen, die ALS gehört auch zu den seltenen Erkrankungen, Bescheid zu wissen. Also für mich völlig klar, das ist nicht zu bewerkstelligen durch die Kolleginnen und Kollegen an der Basis, sondern sie müssen in sogenannte Referenzzentren weiterleiten. Danke. Sie haben vorhin ausgeführt, dass es noch jede Menge unbekannte Faktoren gibt, die zu ALS beitragen. Und eine Möglichkeit könnten ja Implantate sein, also Titan oder auch Quecksilber, alte Plomben. Würden Sie jetzt einem Betroffenen empfehlen, die entfernen zu lassen? Auf keinen Fall. Also es gibt die ersten Hinweise auf ALS, die kommen von Hermann dem Lahmen, 910, vor dem deutschen Papst, vor dem ersten. Das war die Zeit ohne Implantate. Und die ALS-Erkrankung wurde erst beschrieben 1874. Und wenn man die Zeichnungen aus Paris sieht, exakt so wie heute. Auch die Zeit ohne Implantate. Das bedeutet also, die ALS-Erkrankung an sich ist uralt, sodass wir nicht davon ausgehen können, dass es Umweltfaktoren sind oder bestimmend sind, die aus der Moderne kommen. Also dazu gehören Implantate, da gehören auch bestimmte Toxine dazu, die auch öfter angeschuldigt wurden, Holzschutzmittel und klar, Amalgam und so weiter und so weiter. Also es sind alles Stoffe, die sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich sind, dass die ursächlich sind, aufgrund dieser zeitlichen Abläufe. Und es gab auch in den 60er Jahren mal ein Institut, was sich nur mit der Toxikologie bei der ALS beschäftigt hat, auf der Insel Guam. Das hat John Steele betrieben, weil auf Guam, auf der Pazifikinsel Guam eben eine Häufigkeit an ALS-Patienten auftrat und man dachte früher, das liegt an einem Toxin in einer bestimmten Palmfarne. Und da hat man sich mal in einem ganzen Institut mal ganz lange Zeit mit der Toxinhypothese beschäftigt und es gibt keine Hinweise darauf, nach dem heutigen Erkenntnisstand, dass Toxine wirklich Ursache sind. Sie können natürlich einer dieser 15, 20 Faktoren sein, aber nicht die Ursache der ALS. Also mein Mann befindet sich seit einer Woche in der Charité Mitte im Beatmungszentrum und wird mit einer Maske beatmet. Meine Frage ist, also die Bedingungen dort sind nicht optimal für ALS-Patienten, also überhaupt nicht. Die Krankenschwestern sind wirklich total überlastet, viel zu wenig Personal da. Es sind keine Behindertengerechten, man kommt mit dem Rollstuhl nicht in die Toilette, das ist alles zu klein, also es ist nicht optimal dort. Meine Frage ist, ist so etwas angedacht, dass für ALS-Patienten eine Extrastation irgendwann mal errichtet wird, wo vielleicht Neurologen, Lungenspezialisten und so weiter zusammenarbeiten und dass die Pflege eben optimaler geleistet wird? Ja,
Das wäre der Traum. Also daran, ja. daran arbeiten wir, also sagen wir so, das ist in der ambulanten Welt, außerhalb des Krankenhauses, Krankenhaus hat nochmal eine eigene Systematik. In der ambulanten Welt ist ja das genau das, was wir mit dem Versorgungsnetzwerk erreichen wollen. Dass diejenigen, die Versorger sind, genau die Bedürfnisse kennen, sich darauf eingestellt haben und hochspezialisiert arbeiten. In der stationären Welt würde das nämlich genau bedeuten, was Sie beschrieben haben, räumliche Umbauten, schon die technologische Ausstattung von Augensteuerung angefangen über Möglichkeiten auch der Beatmungsmedizin. Also in die Richtung geht es, Hochspezialisierung, auch innerhalb der Charité. Aber, und es ist auch schon bewerkstelligt auf bestimmten Stationen, zum Beispiel auf der Station 144 ist der Fall. Es gibt so verschiedene unterschiedliche Unterabteilungen. Also es gibt durchaus schon Orte, bei denen das gewährleistet ist, aber es gibt leider noch andere Orte, wo das eben nicht so einfach möglich ist. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel, auch für ALS-Patienten eine hochspezialisierte Versorgung, nicht nur ambulant, sondern auch stationär zu schaffen. Ich glaube, das wäre auch notwendig, weil, wie gesagt, die Schwestern sind total überlastet dort. Meine zweite kurze Frage ist nur, weil Sie vorhin sagten, mit dem Sauerstoff, mein Mann wird dort auch, bekommt dort auch Sauerstoff. Mhm, ja. Ist das okay? Ja, ja. Also sagen wir mal so, das, unter kontrollierten Bedingungen ist das sinnvoll. Also der Sauerstoff ist ja dazu da, dass ein Komfort eintritt. Und der ist ja im stationären Bereich, ist er ja unter kontrollierten Bedingungen. Man würde also sehen, in dem Augenblick, wenn der Sauerstoff diese negativen oder kritischen Effekte bekommt, sodass es die Anwendung in einer palliativen Situation oder auch in einer Überwachungssituation unproblematisch ist und auch eine geübte Praxis und so weiter. Ja. Operation und ALS, welche besonderen Risiken gibt es da möglicherweise? Ja, also grundsätzlich sind Operationen mit ALS möglich. Also es ist keine Muskelerkrankung und deswegen sind auch die Narkosemittel und auch diese sogenannten Muskelrelaxantien, die bei Muskelerkrankungen problematisch sind, bei der ALS unproblematisch. Und also man kann auf jeden Fall faktisch jede Operation machen, aber der kritische Punkt ist die Atemfunktion. Weil bei einer größeren Operation muss ja eine künstliche Beatmung im Operationsprozess durchgeführt werden. Und der kritische Punkt ist nicht die Einleitung einer Narkose, sondern die Ausleitung einer Narkose. Das heißt also, der kritische Punkt ist, den Intubationsschlauch wieder zu entfernen und dann muss der Patient oder die Patientin wieder selbstständig anfangen zu atmen. Und wenn eine Patientin eine Atemkapazität hat, die eingeschränkt ist, also größenordnungsmäßig unter 25, unter 30% der Vitalkapazität, der normalen Atemkapazität, dann ist die Entwöhnung vom Schlauch während der Operation kritisch und dann ist auch die Operationsfähigkeit, also die Narkosefähigkeit eingeschränkt. Also, und das ist dann sehr speziell, da muss man sehen, was man dann macht in einem interdisziplinären Team, Neurologen zusammen mit Anästhesist, Patient, und so weiter. Aber grundsätzlich OP ja, aber Vorsicht, wenn Vitalkapazität unter 30%. Ja, Herr Schütz? Ich möchte noch was sagen. Ärztliche Intervention und Lagerung von ALS-Patienten. Und in der Hinsicht ist es eventuell doch problematisch. Also auch örtliche Narkose, sagen Sie vielleicht noch was dazu, PEG-Anlage zum Beispiel, flache Lage, die für manche Patienten nicht mehr möglich ist. Da kann es vital bedrohlich werden oder die Ventilation bedroht sein. Deshalb spielt ärztliche Intervention schon eine Rolle. Man muss da schon vorinformieren, oder? Klar, ja, klar. Also es ist möglich, aber man muss natürlich bestimmte Dinge auch vorbereiten. Und ich glaube, das ist das, was Herr Schütz andeuten wollte. Also im Detail muss man natürlich wie bei jeder Operation sehen, wie ist der postoperative Verlauf, was muss man beachten, welche Medikamente, welche nicht, wie lagern. Also Menschen mit einer ALS zum Beispiel haben größere Schwierigkeiten, wenn die Atemfunktion eingeschränkt ist, flach zu liegen. Und wenn man das zum Beispiel forciert, es gibt also Kliniken, die das nicht wissen oder eben in diesem Thema der Spezialisierung, Ärzte, die jetzt nicht so spezialisiert sind, dass sie es wissen könnten, lagern Patienten flach und das führt dann zu Problemen und das muss man dann verhindern. Also ich glaube, das werden wir hier in dem Forum nicht hinbekommen. Es bleibt eine Operation, bleibt ein individueller Eingriff.
der dann entsprechend geplant werden muss. Aber grundsätzlich ist die Aussage machbar. ALS ist keine Kontraindikation gegen Operationen im Generellen. Ja. Gibt es Hinweise darauf, dass erhöhte Einnahme von Vitamin E positive Wirkungen hat auf den Krankheitsverlauf? Es gab insgesamt drei placebo-kontrollierte Studien zum Vitamin E in Europa, eine davon auch in Deutschland, und die waren alle drei negativ. Also ich hatte das Wort der placebo-kontrollierten Studie schon mal erwähnt vorhin, und da sieht man nochmal den Wert. Also Vitamin E geistert seit den 40er Jahren als mögliche Option bei der ALS. Und aber in den Anfang der 2000er Jahre wurde dann erstmalig und dann wiederholt eine placebo-kontrollierte Studie gemacht und ist nicht besser als ein Scheinpräparat. Okay, schönen Dank. Gibt es neue Erkenntnisse über Maßnahmen, die man ergreifen kann, um das Fortschreiten der Symptome zu verzögern? Nein, gibt es nicht. Nee, also das wäre das Thema Heilung oder Kuration. Wir können wirklich nicht das Fortschreiten der Lähmungen aufhalten. Bei bestimmten Lähmungen ist es so, bei sogenannten zentralen Lähmungen, bei der Spastik, die kann man therapeutisch, Physiotherapie, reduzieren. Die Spastik kann man reduzieren, das ist wirklich eine wichtige Sache und auch mögliche Sache, aber den zugrunde liegenden Prozess des Fortschreitens der Lähmung, den kann man leider nicht aufhalten. Ist eine schnelle und sichere Abgrenzung von ALS zu Autoimmunkrankheiten möglich? Ja, ich glaube, Sie haben die Frage schon vorab gesendet, oder? Ja, ich kenne das gut. Im Prinzip ja. Also die ALS hat ganz typische Symptome und die grundsätzlich nicht zu verwechseln sind. Und eine Immunerkrankung zum Beispiel macht keine Spastik oder keine Reflexsteigerung. Und die ALS geht einher mit einer Spastik und mit einer Reflexsteigerung. Also grundsätzlich kann man das auseinanderhalten, aber auch wir irren uns so ungefähr 2 bis 3, 4 Mal im Jahr etwa. Und aber es gibt mehrere Verfahren, wie man das noch auf einer anderen Ebene auseinanderhalten kann. Elektrophysiologische Verfahren, Liquordiagnostik. Also grundsätzlich kann man das machen, aber keiner ist unfehlbar. Und vielleicht mal jemand? Bitte. Folgende Frage: Wenn es durch die Demenz nicht möglich ist, diesen normalen Luftröhrschnitt zu machen, gibt es denn so etwas wie Zwerchfell-Schrittmacher? Ja, Zwerchfell-Schrittmacher haben wir selber vor mehreren Jahren hier in Europa eingeführt und haben negative Erfahrungen gemacht bei der absoluten Mehrheit der Betroffenen. Und Zwerchfell-Schrittmacher ist eine absolute Nischenindikation und ist nur geeignet für ganz, ganz wenige Patienten. Die absolute Mehrheit hat eher Nachteile von einem Zwerchfell-Schrittmacher. Und auch beim Zwerchfell-Schrittmacher ist es so, ist das gleiche Problem bei der frontotemporalen Demenz, dass auch gerade dann der Patient auch die Elektroden manipulieren kann und rausziehen kann und so weiter. Also ist leider keine Behandlungsoption. Kann ich? Da hinten ist noch eine Frage. Ja, können Sie mich hören? Sehr gut, ja. Okay. Sie hatten vorhin in dem Themenblock zu Stammzelltherapie etwas erwähnt, dass in den USA Studien laufen mit SOD1. Ja. Und ist das denn schon sozusagen nach Europa rübergeschwappt oder ist das begrenzt auf eine spezielle Klinik in den USA? Und gibt es da schon nähere Forschungsergebnisse? Also es ist im Moment in den USA auch Phase 1, bedeutet Verträglichkeit dieser Antisense-Bausteine, es sind nicht mal Proteine, Antisense-Moleküle. Und es ist, das Konzept wird aufgegriffen durch das Unternehmen Biogene. Und es findet im Juni ein Treffen von Biogene zum Thema Antisense-Technologie in Brüssel statt. Und da wird entschieden,
ob und wann eine Studie zu Antisense bei der SOD1 nach Europa kommt und damit auch zu uns. Genau, ich würde gerne fragen, wenn die Diagnose ALS gestellt wurde und vorher dieser Irrweg durch viele Krankenhäuser gelaufen ist, soll man diese Diagnose noch in einem zweiten Krankenhaus bestätigen lassen? Also wenn zum Beispiel typische Zeichen, die Sie gerade genannt haben, vielleicht nicht unbedingt so dann da sind? Das wäre meine erste Frage. Ja, also grundsätzlich ist es bei der ALS sinnvoll, eine zweite oder dritte Meinung einzuholen. Jetzt gar nicht mal wegen der Diagnose an sich. Ich sehe das so, dass die meisten Neurologen die Diagnose so stellen können, sogar auch in der Praxis. Wurde eben auch schon gesagt, die Abgrenzung zwischen Immunkrankheit und eben okay, also diese andere Seite. Also es gibt zwei Themen. Das eine ist die Diagnose. Da ist es oft so, dass die Diagnose relativ einfach ist, aber in jedem Fall lohnt sich eine zweite oder auch dritte Meinung dann nachher zu den Behandlungsoptionen, die eben sehr unterschiedlich gekannt werden und unterschiedliche Erfahrungen damit und so weiter. Also das sogenannte Second-Opinion-Konzept auf jeden Fall wichtig. Okay. Zweite Frage. Ich habe mich natürlich jetzt auch versucht zu belesen und es gibt ja anscheinend Verläufe, die dann von einem Jahr bis 5 Jahre möglich sind. Gibt es auch einen Verlauf, der innerhalb von 3 Monaten quasi zum Tod führen kann? Also ich frage jetzt einfach aus einer akuten Situation zu Hause, wo die Schwäche jetzt innerhalb von 10, 12 Wochen sehr weit vorgedrungen ist. Ja, das ist grundsätzlich möglich. Also alles, was Sie, ich habe die Analogie nicht ohne Grund vorhin aufgebaut. Wie bei der Krebsbehandlung gibt es Patienten, die mit einer Diagnose nur wenige Monate überleben und andere Patienten, die eben Jahrzehnte mit der gleichen Diagnose, meinetwegen Mammakarzinom, leben. Und sowas gibt es eben bei der ALS-Erkrankung auch. Es gibt Betroffene, die eben nur wenige Monate überleben und andere, die eben jahrzehntelang ohne künstliche Ernährung, ohne künstliche Beatmung und so weiter mit der gleichen Diagnose leben. Und ich letzte bitte Frage, diese Gabe von Riluzol, eigentlich steht da drin, gibt es wenig Nebenwirkungen, kann es sein, dass es einen Patienten sehr, sehr schwächt und dazu quasi noch den letzten Rest tut? Also auf muskulärer Ebene nicht, sondern was tatsächlich sein kann, dass manche Patienten, wie auch bei vielen Medikamenten der Fall, Übelkeit oder Erbrechen bekommen und solche Dinge, sehr, sehr selten. Aber wenn das der Fall ist, also so eine Abgeschlagenheit, dass dann das Medikament auch negative Effekte hat. Okay, danke. Und, aber dann kann man das Medikament langsamer eindosieren und so weiter und wird dann am Ende meistens gut vertragen. Ich fürchte, dass wir jetzt an dieser Stelle Schluss machen müssen und ich biete an, in der Pause, da habe ich nichts weiter zu tun, biete ich an, dass Sie zu mir kommen können und wir können eine Stunde lang Fragen klären.